Yo Leute, was geht ab? Wie ihr seht, heute ist es mal ein etwas anderes Video. Ich hatte heute mal wieder so die Idee, wie könnte man Dokkan Battle so ein bisschen besser machen? Was würde ich mir persönlich wünschen für Dokkan Battle, was mir wieder ein bisschen Spaß bringen würde? Und dann habe ich auch überlegt, einen wichtigen Faktor, den man benutzen könnte, um halt auch den Free-to-Play-Playern etwas mehr Chancen zu geben, auch mal was ziehen zu können, dies, das, keine Ahnung. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit oder möchte Geld investieren. So wie jetzt zum Beispiel die großen YouTuber, die da sich Geld reinstecken und manche sind halt vielleicht 12, 13, haben nicht mal ein eigenes Konto und so und können halt einfach nicht investieren. Und deswegen dachte ich mir, was könnte man machen, um es denen und auch uns vielleicht einfacher, würde ich nicht sagen, weil die Chance ist ja doch schon sehr gering, was zu bekommen, aber es besteht halt eine Chance, was zu bekommen. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten angesprochen, ich würde mir gerne ein Glücksrad wünschen für Dokkan Battle. Und ich habe heute provisorisch ein Glücksrad vorbereitet. Es ist echt schwer zu erkennen, ich weiß das und ich denke mal auf dem Handy und so ist es noch schwerer zu erkennen. Aber ich habe hier eingebaut, also das goldene Feld, was ganz ganz klein ist, sind 20 Dragonstones. Das blaue Feld, was etwas größer ist, sind 5 Dragonstones. Die weißen sind 100.000 Seni, Free Summon, also Free Summon ist grün, genau, grün ist Free Summon. Also das heißt, wenn man auf grün kommt, hat man ein Summon Free, dann 5000 Friend Points ist auch noch weiß, 5 Hourglasses ist weiß, a Pack of Training Items ist weiß und Pack of Support Items ist weiß. Und wenn man jetzt quasi drehen würde, was ich jetzt mal machen werde, dann hat man die Chance, halt eine der Sachen zu bekommen. Ne? Jetzt dreht sich das und ich hätte jetzt 100.000 Seni bekommen. Okay, darüber würde man sich jetzt nicht unbedingt freuen, 100.000 Seni, haha, cool, 100.000 Seni. Aber es... Man könnte was bekommen. So, jetzt, was hätte ich jetzt bekommen? Es ist schwer zu lesen, es ist auch für mich schwer zu lesen, weil die Schrift so klein ist. 5 Hourglasses hätte ich jetzt bekommen. Und ja, dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das machen? Sollte man das täglich machen können? Sollte man das wöchentlich machen können? Sollte man das monatlich machen können? Ich finde, wenigstens zu großen Events sollte man, was heißt sollte, könnte man so etwas einbauen. Ich sag mal, weiß nicht, zu großen Dokkan-Festivals, zu den Anniversaries. Oder man macht halt die Chance noch geringer und macht es täglich, dass man täglich halt die Chance hat, an so ein Glücksrad zu drehen und halt wirklich die Chance bekommt, was zu bekommen. Und wie man sieht, es ist halt... Ich habe jetzt nur ein paar Sachen eingestellt, ne? Und wenn man dann noch mehr Sachen einstellen könnte, dann wäre die Chance noch geringer, etwas zu bekommen. 100.000 Seni, ich bekomme nur 100.000 Seni. Ich drehe noch ein paar Mal und ich guck mal, ob ich irgendwie mal auf eins der bunten Felder komme. Es ist so schon fast impossible, ja? Ja, wäre schon fast auf eins der bunten Felder gewesen. Aber es ist wie gesagt fast impossible, da irgendwie mal raufzukommen, ja. Deswegen, wenn man da jetzt noch mehr Sachen einbauen könnte, es gibt ja, weiß nicht, man könnte noch Baba Points mit einbauen, was weiß ich nicht. Also es ist einfach nur so eine grobe Idee, wie ich mir das vorstellen könnte. Und vom Design her ist es jetzt auch nicht krass und so. Ich habe das jetzt schnell so hingeklatscht. Jetzt wäre es zum Beispiel fast grün gewesen, grün wäre ein Free Summon gewesen, ja. Und wie ihr seht, selbst mit den paar Auswahlmöglichkeiten ist die Chance schon verdammt gering, überhaupt etwas zu bekommen, ja. So, ich drehe es noch zweimal. Und ich guck mal, ob ich irgendwas bekomme. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall ein paar Senis bekommen. Und das wäre halt so meine grobe Idee, was man in Dokkan Battle einbauen könnte. Mich würde wirklich mal interessieren, was ihr von dieser Idee haltet oder ob ihr vielleicht Optimierungsvorschläge für diese Idee habt oder auch eigene Ideen. Was ihr euch für Dokkan Battle wünscht oder was uns Dokkan Battle
wieder etwas schöner machen könnte. Keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Was denkt ihr, was könnte Bandai in das Spiel integrieren, was uns das Leben leichter macht? Meine Idee ist dieses Glücksrad. Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren, das würde mich wirklich interessieren. Und ja, das war's vom heutigen Video. Das ist recht kurz, denke ich. Wie lange nehme ich gerade auf? War doch über 5 Minuten. Und ja, wie gesagt, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Schreibt mir eure Ideen. Ich verabschiede mich. Ich werde versuchen heute Abend zu streamen. Was ich streame, weiß ich noch nicht. Das wird sich noch zeigen. Heute kommt ja auch der neue Battle Pass von Fortnite. Vielleicht werde ich heute Abend ein bisschen Fortnite grinden. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich liebe euch. Nicht. Peace.